Im Schuppen sind mir tatsächlich beim Erstellen der Texte die IDs ausgegangen. Und zwar habe ich für die einzelnen Zeilen Small Integers benutzt und da ging der Zahlenraum irgendwie nur bis zu irgendeiner Zahl, die ich überschritten hatte. Und musste halt für die letzten, weiß nicht wie viel, 20 Screens oder so mir eine ganz neue ID-Konvention überlegen. Ich mag halt diese ganzen Gartenscreens vor allen Dingen deswegen sehr gerne, weil Edna sich hier tatsächlich auch ohne Harpys Hilfe an ihre Kindheit zurückerinnert, immer so häppchenweise. Und zwar erkennt sie fast an jeder Ecke, an jedem Ende einen Gegenstand wieder, mit dem sie damals gespielt hat. Und meistens hat sie auch zusammen mit Alfred gespielt. Guck mal, Harvey, mit diesem Rasenmäher haben wir damals Alfred Sandburgen überfahren und solche Sachen. Das war ein Genuss, das zu schreiben. Die anderen Reaktionen sind natürlich die, wo Harvey versucht, Edna anzustacheln und Edna langsam anfängt, ihn davon abzuhalten und sagt so, ach, lass mal, Harvey, jetzt nicht. Und Harvey versteht es überhaupt nicht und fragt danach, was? Aber wir können doch und so. Und sie so, nee, lass es. Und besonders bei den Aufnahmen schon spannend war, weil Alian, übrigens Grüße an Alian, saubere Arbeit, immer mit einer besonderen Grabesstimme sprechen musste, um diese Texte einzusprechen. Und die beiden waren ja zu zweit in der Sprecherkabine, das ganze Spiel lang, also für alle Item-Objekt-Kombinationen. Auch wenn Harvey halt irgendwie nur, ja, ich sag mal, 10% des Textes waren, saßen die ganze Zeit sich gegenüber. Und Alex wirklich langsam verzweifelt und traurig wurde, weil Alian sich einfach nicht mehr anstacheln ließ. Er war es schon so gewohnt, halt immer dieselben Tonfälle von ihr aus ihr rauszubekommen. Das waren schon schöne Erfahrungen. Okay. Das heißt Weißt du noch, wie wir damals unseren hyperrealistischen Schneemann gebaut haben? Er wirkte so lebensecht. Und niemand kannte unser Geheimnis. Niemand außer Alfred. Ja, aber mit der Karotte im Mund konnte er es niemandem verraten. Schneeschuppen. Okay, Spaten? Seltsam. Ich bekomme plötzlich Hunger auf Suppe. Bei Spaten. Okay. Ich habe früher oft mit Alfred im Laub gespielt. Meistens haben wir alles auf einen großen Haufen gehakt. Dann sind wir vom Schuppendach hineingesprungen. Alfred hat sich nie getraut. Ich werde wohl nie erfahren, ob die Sache mit den spitzen Steinen funktioniert hätte. Oh. Alles klar, ey. Okay, wir müssen den auseinandernehmen. Der Rasenmäher muss nicht repariert werden. Es fehlt nur Benzin. Aber wo bekommen wir das her? Farbtopf, Rasenmäher, Tür, Hake, Spaten, Handschuhe. Wo soll ich denn Benzin herbekommen? Kann man das als Benzin nutzen? Dafür reicht weder die Tube noch die Zeit. Ich weiß nicht genau, was ich hier... Wenn ich das mit dem da vermixe, wird... Einfach mal so viel durchprobieren. Da ist kein Rost. Rost hat Mattis aufgebraucht, als er den Außengrill gestrichen hat. Alles klar, okay, gut. Geht's ja nicht mal weiter? Nee, gell? Okay. Habe ich jetzt irgendwas dazu bekommen, was ich hier vielleicht mit der Zange? Dafür würde ich ja Jahre brauchen. Okay, wir brauchen also wirklich den Rasenmäher, aber da haben wir momentan nichts dazu, um den zu betreiben. Fass. Auch hier ist nichts. Wir kommen ja auch nicht wieder raus. Wir sind wieder in einem Kapitel, wo wir nicht wieder irgendwo rauskommen. Wir kommen ja also nicht mehr nach zurück. Okay, ich probiere es mal so. Da steckt nichts drin, was ich damit rausholen könnte. Alles klar, okay. Gut, danke, Edna. Okay, das geht mal, heißt, wir gehen nochmal zurück. Und holen uns aus der Tür den Schlüssel wieder raus, den angebrochenen. Na, komm her. Was hast du die Steuerung schon ein bisschen komisch bei Edna bricht aus? Gute Idee. Prima. Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. So, okay. Kann ich das vielleicht nass machen? So habe ich früher immer Golems geknetet. Ich erinnere mich.
Die Golems haben deine Alfred-Sandburg zertrampelt. Und wer was anderes sagt, der lügt. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch ein wenig Matsch gebrauchen. Genau, jetzt haben wir nämlich feuchter Ton. Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das hat geklappt. Okay, gut, wir haben jetzt also den Ton mit Abdruck, alles klar. Können wir jetzt eventuell... Wir könnten die Zange gleich mit einschmelzen. Dann könnten wir einen Schlüssel gießen, der auch Nägel aus den Wänden ziehen kann. Keine weiteren Zutaten. Okay, wir müssen also trotzdem immer noch irgendwo Feuer herbekommen. Feuer, Feuer, Feuer. Wie machen wir am intelligentesten Feuer? Ist hier irgendwas mit Handschuhe, Rad, Rasenmäher, Hake, Spaten? Ich nehme den Spaten, Mann. Kann ich das? Jawohl! Wozu? Okay, das können wir nicht mitnehmen und das die da? Gehört. Okay, den Spaten nehmen wir mit. Ich versuche beim Fenster jetzt hier so aufzugraben. Irgendwas muss ja funktionieren. Spaten, da. Genau, damit komme ich dem Unkraut bei. Okay, gut. Okay, und jetzt können wir endlich da reingehen. Hochnehmen. Das gehört mir schon. Glaube ich. Ach so, benutzen. Oh nein, es klemmt. Auch das noch. Das ist aber kein Problem, wir haben ja noch den Rostentferner. Das hier. Ist nicht zu gerostet, das ist zu. Gerostet. Okay, dann nehmen wir mal die Zange. Nein, die Zange hat nicht genug. Okay, Wumms kennen wir uns ja aus, Wumms. So. Oh. Und hier ist auch die realistische Treppe nach oben. Oh. Ich wurde öfter darauf angesprochen, dass ich in fast jedes Spiel solche schweren, bulligen Gitteröfen integriere. Und warum ich das tue, warum die halt in jedem Spiel mindestens einmal, meistens aber auch häufiger vorkommen. Und das hat einen ganz einfachen Grund, und zwar wollen wir damit unser kommendes Social Game anteasern, bei dem es darum geht, halt mit realem Geld, so per Micropayment, Item Selling, halt immer neues Feuerholz zu kaufen, um die Temperatur immer auf einem bestimmten Level zu halten. Ja, ich hoffe, es wird ein großer Erfolg. Ich meine, es gibt so viele Kälte in diesen sozialen Netzwerken im Internet. Brrr. Okay, klingt interessant, aber naja, okay. Probieren wir es mal. Ansehen. Der uralte Eisenofen. Nehmen. Das schaffe ich nicht. Oh, reden. Hallo, alter Ofen. Zeig mal, wie dick dein Finger schon ist. Willst du mich säubern? Dann musst du dich sehr weit reinbeugen. Oh, nein, lieber nicht. Benutze Ofen. Alles klar, jetzt können wir... Moment. Nehmen Feuerholz? Nein, ich will die Spinnen nicht wecken. Etta, du brauchst aber Feuer. Oder soll ich den Poloschläger nehmen? Mein bestes Stück in den Ofen werfen? Niemals! Ich dachte immer, ich sei dein bestes Stück. Möchtest du dann vielleicht in den Ofen? Ach nee. Hast du jetzt reingeworfen? Nee. Reden? Hallo, ihr Scheite. Bekommt man in der Nähe zum Ofen nicht ein wenig... Was? Hier ist ein Ofen? Wo? Wo? Paranoia? Benutzen? Mir ist nicht wirklich kalt. Ob das an den Medikamenten liegt? Was für Medikamente? Hey, das ist doch das Holz aus der ersten Rückblende. Nehmen! Nein, ich will die Spinnen nicht wecken. Edna, wir brauchen das Holz. Wir brauchen es. Okay, guck mal hier rein. Grieche? Was ist denn das? Das habe ich früher immer getrunken. Hä? Also, nehmen und... Du kratzt im Hals.
nehmen. Öl ist gut. Das war schon vor 10 Jahren nutzlos. Aber... Nehmen, Marmelade. Ich glaube, mittlerweile sind sie mit dem Regal verschmolzen. Nehmen! Die waren schon vor 10 Jahren nutzlos. Ey Gott, die kann man anbrennen, Edna. Anbrennen, anbrennen. Ich habe bis hierhin keine Tragehilfe gebraucht. Dann werde ich auf den letzten paar Metern auch keine brauchen. Mein Gott, Edna, brenn doch einfach mal alles an. Die waren schon vor 10 Jahren nutzlos. Ich probiere es mal anders. Ich stelle erst den Topf rein. Eigentlich eine gute Idee. Der Ofen ist nur leider aus. Was tue ich denn jetzt? Ich habe eine Schippe, aber ich sehe keine Kohlen. Muss ich vielleicht die Holzscheite hier direkt anbrennen? Holz rostet nicht. Ja, aber wo komme ich Feuer her? Ich muss doch Feuer herbekommen. Meine Sachen sind alle noch gut. Die müssen noch nicht verheizt werden. Okay, alles klar, Edna. Das glaube ich dir. Aber wie mache ich den Ofen an? Vielleicht die... Nee, brauche ich dann zum Ausholen. Der Ofen ist leer. Okay, wir haben oben noch Farbdosen. Guck mal die mal an. Ein sensationelles Sortiment an saftigen Sommertönen. Und wir gehen mal zur Treppe hoch. Huch! Ach, wir kommen jetzt rein ins Haus. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ja, hier dachte ich so, nachdem wir in der Tempomorph-Szene diesen Raum nur einmal ganz kurz sehen, noch nicht mal drin spielen können und sofort quasi zurückgeblendet wird und Edna aus ihren Erinnerungen gerissen ist, müsste es für den Spieler ein tolles Erlebnis sein, jetzt endlich hier zu stehen an dieser Stelle, auch wenn es halt alles viel hässlicher und verwarzter aussieht, und das Haus weiter erkunden zu können. Leider ist der Raum so hässlich geworden, dass es überhaupt nicht funktioniert. Aber ja, ich hoffe, die Reaktion mit der Pilzsuppe im Vordergrund machen wieder einiges wett. Ja, dann werden wir die Pilzsuppe gleich mal benutzen, lieber Poki. Ansehen. Eine über 10 Jahre alte Pilzsuppe. Sie ist das Einzige, was in diesem Haus noch lebt. Nehmen. Hast du gerade wirklich... Nein. Oh, Edna. Hui. Alles klar. Endlich zu Hause. Du sollst doch nicht wieder hinter zu reden. Hallo, 10 Jahre alte Pilzsuppe. Ich bin wieder da. Willkommen zu Hause, Edna. Es ist immer schön, alte Bekannte zu treffen. Ist echt krass. Alles so, wie es damals war, stehen gelassen. Oh. Hui. Sehr bunte Farben. Pflanze ansehen. Wer hat die nur all die Jahre gegossen? Was, die ist da oder wie? Die ist festgewachsen. Reden? Ja, du bist eine gute Pflanze. Eine schöne Pflanze. Ich wachse auch ohne deine Aufmunterungsversuche. Wirklich. Bisschen netter. Hallo, dein Herrchen ist da. Die blüht gerade nicht. Spüle haben wir noch. Ansehen. Hier habe ich immer Popelweitschnipsen gespielt. Kamst du da überhaupt schon hoch, liebe Edna? Die ist so dreckig, die macht Geschirr schmutzig. Dann ist es genau dein Fall. Wie soll ich hier je alles sauber bekommen? Lass es doch einfach, wie es ist. Dreckig macht lustig. Meinst du? Benutzen. Das Wasser wurde hier wohl abgestellt. Verständlich irgendwie. Sonst haben wir hier... Fenster haben wir noch, aber das kennen wir ja schon von außen. Wow, ein echtes Fenster. Und es zeigt mir den Garten. Ach, es ist schön hier. Na, dann gehen wir mal nach draußen, nach drüben. Oh! Ein ganz schön großes Haus, ja? Poki. Mit Bleistift vorzeichnen, mit Feinliner nachzeichnen, Bleistiftstrich wegradieren, dann einscannen, dann die eingescannten Linien markieren in Photoshop und so freistellen vom Hintergrund, dass ich halt wirklich nur die schwarze Linie habe, dann diese schwarze Linie auch noch überfüllen oder halt irgendwie mit einem Fülleffekt wieder vollständig schwarz machen. Das war die
Arbeitsweise. Dann natürlich farbig anmalen und noch irgendwie Schattierungen einsetzen. Ich glaube, ich habe damals tatsächlich mit